Am letzten Donnerstag konnte am Standort Zeitz die neue Weizenstärkefabrik der Südzucker AG Mannheim eingeweiht werden. Dazu war Ministerpräsident Dr. Rainer Haseloff aus Magdeburg angereist. Nach einer anderthalbjährigen Bauzeit wurde bereits im März diesen Jahres der Probebetrieb aufgenommen. Nun läuft die gesamte Produktion reibungslos. Die Projektrealisierung konnte sowohl unter Einhaltung des Terminplanes als auch des Investitionsbudgets in Höhe von 125 Millionen Euro umgesetzt werden. Südzucker ist eines der führenden Unternehmen der Ernährungsindustrie. Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe weltweit die Nummer 1. Mit rund 16.500 Mitarbeitern erzielte der Konzern 2015/16 einen Umsatz von 6,4 Milliarden Euro.